Fast täglich kommen neue Details nach der Havarie der Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio ans Tageslicht. Nicht nur der Kapitän des Schiffes verhielt sich äußerst ungewöhnlich, auch die Reederei wusste angeblich von den riskanten Vorbeifahrten. Ein Unglück, das hätte vermieden werden können. Jetzt hat jeder Angst vor der Katastrophe, nach der Katastrophe. Mein Kollege Robert Jahn war im Unglücksgebiet unterwegs. Wir sind an Bord der Oglasa. Rund 50 Kilometer nördlich der Unglücksstelle pendelt das Fährschiff zwischen dem Festland und der Insel Elba. Das Kommando an Bord hat Kapitän Paolo Ansaldo. Der 58-Jährige ist ein gestandener Seemann. Bevor er auf der Elba-Fähre anfing, hat er große Öltanker über die Weltmeere gefahren. Geboren wurde er auf Giglio, jener Insel, vor der die Concordia vor einer Woche verunglückte. Also als Kapitän trifft mich eine solche Tragödie natürlich sehr schwer, aber auch als Bewohner von Giglio. Ich mache mir vor allem Sorgen wegen einer möglichen Umweltverschmutzung. Keine 200 Meter ist Kapitän Ansaldos Haus auf Giglio von der Unglücksstelle entfernt. Zur Schuld seines Kapitänskollegen Schettino will er sich vor der Kamera nicht äußern. Nur eines stellt er klar: Navigieren ist hier in den Gewässern rund um Elba eigentlich ein Kinderspiel. Das ist eine klar strukturierte und gut kartierte Küste. Die Tiefe des Wassers erlaubt es dir, sehr nah an die Küste heranzufahren. Diese Art der Navigation betreiben wir ja täglich. Da gibt es nichts, das einen erfahrenen Kapitän Probleme bereiten könnte. Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir Elba. Der Schock über das Schiffsunglück vor der Nachbarinsel Giglio sitzt auch hier noch tief. Wir sind verabredet mit Silvia Sanna. Die 29-Jährige arbeitet für die Forstpolizei. In den Bergen will sie uns zu einem Aussichtspunkt bringen. Bei guter Sicht sieht man von dort die ganze Inselgruppe. Für Silvia ist das Unglück der Concordia eine ganz persönliche Sache. Denn auch Silvias hochschwangere Cousine und deren Mann waren vor einer Woche an Bord. Sie hat gesagt, sie haben dem Tod ins Auge geblickt. Meine Cousine war in Panik und wollte über Bord springen, als sie sah, dass das Schiff in Schieflage geriet und die Rettung nicht richtig funktionierte. Ihr Mann hat sie zum Glück beruhigt. Er hat gesagt, wir werden gerettet. Das Ufer ist doch ganz nah. Glück im Unglück für Silvias Familie. Doch eine Sorge bleibt ihr. Die Angst, dass die über 2300 Tonnen Schweröl, die die Concordia noch an Bord hat, auslaufen könnten und dann für eine Umweltkatastrophe sorgen. Im Fall der Fälle wären dann auch Silvias Kollegen vom Küstenschutz der Forstpolizei gefragt. Sie sind für die Sicherung der Uferzonen im Nationalpark der Toskanischen Inseln zuständig. Bei der Patrouille heute ist auch die Chefin des Nationalparks, Franca Zanichelli, mit an Bord. Elba und die anderen Inseln sind wichtige Brutgebiete für seltene Vogelarten. Und in den Gewässern leben Delfine und Wale. Das Schweröl der Concordia wäre hier ein auf den ersten Blick kaum sichtbares, aber trotzdem hochgefährliches Gift. Schweröl wie das an Bord der Concordia sinkt auf den Meeresboden. Das, was an den Stränden ankommt, ist nur der kleinste Teil. Denn an der Wasseroberfläche treibt nur sehr wenig. Dieses Öl auf der Oberfläche lässt sich auch leicht kontrollieren und eindämmen. Und an den Stränden kann man es einsammeln. Das Problem ist eben das Öl, das auf dem Meeresgrund sinkt. Es bildet dort eine hermetische Schicht und es tötet alles Leben ab. Tonnen Schweröl, das ist so viel wie auf einem kleinen Öltanker. Welche Region eine mögliche Verseuchung genau treffen würde, ist unklar. Doch viele fragen sich jetzt, wie konnte ein Schiff mit so viel Gefahrgut überhaupt in die Gewässer des Nationalparks kommen? Die Antwort darauf ist einfach. Die Inseln liegen auf einer Hauptverkehrsroute durchs Mittelmeer. Auch viele Tanker und Frachtschiffe nehmen diese Strecke. Ein Umweg würde die Reedereien viel Geld kosten. Unsere Möglichkeiten zu agieren sind sehr stark eingeschränkt. Zum Beispiel hier auf Elba haben wir in den Gewässern fast gar keine Macht. Nur in einigen Uferabschnitten können wir einschreiten.
Die Bevölkerung erwartet von uns jetzt, dass wir etwas tun. Aber mit den bestehenden Regeln sind uns die Hände gebunden. So bleibt der Nationalpark-Chefin und ihren Mitstreitern erstmal nur die Hoffnung, dass das Schweröl abgepumpt werden kann, bevor die Concordia vollständig sinkt oder auseinanderbricht. Doch für die Zukunft wollen sie solche Unglücke im Park unmöglich machen. Mit einer Petition werden sie bei der Regierung in Rom für die Ausweitung des Schutzgebiets kämpfen. Zurück auf die Oglasa zu Kapitän Ansaldo. Bei der Angst vor einer zweiten Katastrophe setzt der erfahrene Kapitän vor allem auf das Prinzip Hoffnung. Wenn die Concordia nur ein wenig weiter ins Meer rutscht, kann das für die Bergung sogar gut sein. Denn tiefer im Wasser hätte das Schiff dann eventuell wieder mehr Auftrieb. Je nachdem, welche Technik die Rettungstrupps wählen, ließe sich die Concordia dann vielleicht sogar leichter bergen. Noch einmal sticht Ansaldo mit seiner Fähre heute in See. Und die Gedanken an die Concordia und die Toten werden ihn und seine Besatzung wohl noch länger begleiten.